Dieser Fall ereignete sich in Bolivien. Am 24. Januar 2022 meldete sich eine 43-jährige Frau bei der Polizei und gab an, von einem Mann angegriffen worden zu sein, dem sie wie durch ein Wunder entkommen konnte. In ihrer Aussage gab sie an, ein Mann habe sie angerufen, nachdem er ihre Kontaktdaten in sozialen Medien gefunden habe und ihr einen Job angeboten. Als sie zum Vorstellungsgespräch kam, stellte sich heraus, dass es sich um eine Falle handelte. Der Mann missbrauchte sie und erpresste außerdem Geld von ihr. Dank der Aussage der Frau konnte die Polizei den Verdächtigen festnehmen. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen der schlimmsten Verbrecher des Landes handelte, der in der Stadt El Alto in Bolivien eine Reihe abscheulicher Verbrechen begangen hatte. Das ganze Land erfuhr, wer sich hinter gefälschten Social-Media-Profilen verbarg. Sein Name war Richard Choque Flores, ein 33-jähriger Krimineller, der nach unterschiedlichen Schätzungen mehr als 70 Opfer hatte. Richard Choque Flores wurde am 9. November 1988 in der Stadt El Alto, Departement La Paz, Bolivien, in einem Haus in der Calle Rafael Pavón geboren, wo er mit seinem Vater, einem Polizeibeamten, seiner Mutter, einer Lehrerin und seiner Schwester lebte. Richard verlebte eine normale Kindheit. Als er 4 Jahre alt war, starb sein Vater bei der Arbeit. Nach dem Tod seines Vaters veränderte sich Richard. Er hatte kaum noch Freunde. Manchmal besuchte er am Wochenende einen seiner Cousins väterlicherseits und verbrachte Zeit mit ihm. Der junge Mann hieß Fidel und war ein paar Jahre jünger als sein Cousin. Wenn Richard Zeit mit Fidel verbrachte, schien alles in Ordnung zu sein. Als Jugendlicher meldete sich der junge Mann an der Militärschule an, blieb dort aber nicht lange. Warum er die Schule abbrach, ist unbekannt. Er kehrte in sein Elternhaus zurück und lebte mit seiner Mutter und seiner Schwester unter einem Dach. Richard begann merkwürdige Charakterzüge zu zeigen, aber damals machte sich niemand Sorgen darüber. Bald wurde der junge Mann von seinem Cousin kontaktiert. Fidel sagte, er wollte auch auf eine Militärschule gehen. Richard freute sich über diese Nachricht und versprach seinem Cousin und seiner Mutter, ihnen mit den Papieren und anderen Kleinigkeiten zu helfen, da er ein wenig Erfahrung mit Einschreibungen hatte. Fidels Mutter schickte Richard das nötige Geld. Am 19. Mai 2011 verabschiedete sich Fidel von seiner Mutter und verließ sein Zuhause voller Enthusiasmus, um seinen Traum zu verfolgen. In El Alto traf er sich mit Richard, um mit ihm gemeinsam nach Cochabamba zu fahren, wo sich die Schule befand. Es war der letzte Tag, an dem Fidel mit seiner Mutter sprach. Von da an wurden alle eingehenden Anrufe auf dem Telefon des Jungen von Richard entgegengenommen. In den folgenden Gesprächen mit Fidels Mutter teilte Richard ihr mit, dass ihr Sohn gute Fortschritte in der Schule mache und dass es ihm gut gehe. Bei dieser Gelegenheit bat er sie auch regelmäßig, ihm Geld zu schicken, da Fidel einige Dinge für sein Studium kaufen müsse, zum Beispiel Computerzubehör. Die ganze Situation erschien Fidels Mutter sehr verdächtig, aber die Alarmglocken läuteten, als das Gesicht von Richard Choque in den nationalen Medien im Zusammenhang mit dem angeblichen Mord an Fidel auftauchte. Am Nachmittag des 20. November 2013 ging ein junges Mädchen namens Blanca Rubi Limasi zur staatlichen Universität von El Alto, um Jura zu studieren. Blanca kehrte an diesem Tag nicht nach Hause zurück und niemand wusste, wo sie sich aufhielt, bis ihre Mutter Nancy am nächsten Tag vom Mobiltelefon ihrer Tochter die schrecklichste Nachricht erhielt, die man sich vorstellen kann. In der Nachricht hieß es, dass das Mädchen entführt worden sei und man $20.000 Lösegeld zahlen müsse, um sie nach Hause zu bekommen. Außerdem machte der Täter deutlich, dass er das Mädchen töten würde, wenn Blancas Mutter zur Polizei ginge. Nancy war verzweifelt, denn es war unmöglich, diese Summe allein aufzubringen. Schließlich gab sie auf und bat die Polizei um Hilfe, die sich auf die Suche nach dem entführten Mädchen machte. Die Behörden fanden heraus, dass Blanca von einem Mann über das soziale Netzwerk Facebook kontaktiert worden war. Der Mann sagte, er heiße Mauricio Terán und könne dem Mädchen helfen, in die Militärschule zu kommen. Offenbar willigte die Entführte ein, sich mit Mauricio zu treffen. Die Suchaktion dauerte etwa 9 Tage, bis die Behörden in Zusammenarbeit mit der Mutter des Mädchens ihren Plan in die Tat umsetzten und den Entführer mitteilten, dass sie das Lösegeld für die Rettung von Blanca an einem abgelegenen Ort an der Straße hinterlegen würden. Als der Täter dort auftauchte, wo er das Lösegeld in Höhe von $20.000 vermutete, wurde er von der Polizei festgenommen. Fast sofort stellte sich heraus, dass es sich bei dem Täter um den 25-jährigen Richard Choque handelte. Die Behörden verschwendeten keine Zeit und durchsuchten das Haus, in dem er wohnte. Die Hoffnung, Blanca lebend zu finden, wurde jedoch enttäuscht, als sie den Hinterhof erreichten.
Am 29. November wurde die Leiche des entführten Mädchens in einem Grab im Hinterhof des Hauses gefunden. Im Haus selbst wurden weitere Beweise gefunden, nämlich die Ausweise anderer Frauen und deren Unterwäsche. Richard Jocke wurde daraufhin ins Gefängnis gebracht, wo er auf seine Verurteilung wartete. Die Autopsie der Leiche des Opfers ergab, dass sie durch Strangulation gestorben war. Außerdem war Blanca bei lebendigem Leib auf den Kopf geschlagen worden, was zu einer Kopfverletzung geführt hatte. Noch schlimmer war, dass das Mädchen vor ihrem Tod von dem Mörder missbraucht wurde. Für dieses abscheuliche Verbrechen wurde Richard zur Höchststrafe von lebenslänglich verurteilt, was bedeutet, dass er 30 Jahre ohne Bewährung oder Hausarrest im Gefängnis verbringen musste. Als Fidels Mutter im Fernsehen von dem Verbrechen erfuhr, das ihr Neffe begangen hatte, verstärkten sich ihre Zweifel und ihr Verdacht über die Abwesenheit ihres Sohnes. Sie begann, Richard im Gefängnis zu besuchen und ihn zu bitten, ihr den Aufenthaltsort von Fidel mitzuteilen, den sie seit 2011 nicht mehr gesehen hatte. Angesichts des Schweigens ihres Neffens beschloss die Frau, ihn als Verdächtigen für das Verschwinden ihres Sohnes zu benennen. Das Vorgehen der Frau erregte den Zorn von Richard und seinen Verwandten, die ihr nicht nur verboten, ihn im Gefängnis zu besuchen, sondern auch drohten, sie umzubringen. Die Drohungen zwangen die Frau, die Stadt zu verlassen und die Suche nach ihrem Sohn aufzugeben. In der Zwischenzeit wurde Richard Choke in das John Chogoro-Gefängnis gebracht, wo er für 30 Jahre inhaftiert werden sollte. Doch dazu kam es nicht. Nachdem der Mörder hinter Gittern saß, kamen die Menschen in Bolivien und vor allem die Stadt El Alto für einige Jahre zur Ruhe. Doch am 17. Mai 2021 erschütterte ein weiteres Verschwinden die Stadt erneut. Es war ein 17-jähriges Mädchen, Lucy Maya Ramirez. An diesem Tag verließ das Mädchen das Haus und niemand hörte mehr etwas von ihr, bis ihre Mutter am nächsten Tag eine Nachricht erhielt, in der sie aufgefordert wurde, $70.000 zu zahlen, um ihre Tochter lebend zurückzuerhalten. Leider konnte die Familie des Mädchens das Geld nicht aufbringen. Ein ähnlicher Fall wiederholte sich einige Monate später, am 27. August 2021, als die 15-jährige Iris Maylin wie Lucy nicht nach Hause zurückkehrte und der Entführer Lösegeld für ihre Rückkehr forderte. Gleichzeitig gingen bei der Polizei weiterhin regelmäßig Anzeigen von Frauen ein, die von einem Mann missbraucht worden waren, der sie über soziale Medien mit dem Versprechen auf Arbeit angelockt hatte. All dies dauerte an, bis Anfang 2022 eines der Opfer fliehen konnte und den Behörden Einzelheiten über den Täter mitteilte. Am 24. Januar verhaftete die Polizei einen der gefährlichsten Kriminellen Boliviens. Es handelte sich um keinen geringeren als Richard Choke. Es ist erstaunlich, dass ein Krimineller, der eigentlich eine Gefängnisstrafe absitzen sollte, wieder auf freiem Fuß war und erneut Straftaten beging. Die Ermittlungen, die diesem Fall folgten, zeigten das Versagen und die Korruption des Justizsystems, das eigentlich für die Sicherheit der Bürger sorgen sollte. Richards zweite Verhaftung führte zu öffentlicher Empörung und internen Verfahren. Eine neue Untersuchung hat ergeben, dass Richard Choke am 24. Dezember 2019 von einem Richter vorzeitig aus der Haft entlassen wurde, nachdem er nur 6 Jahre seiner 30-jährigen Haftstrafe verbüßt hatte. Obwohl er nach dem ursprünglichen Gerichtsurteil nicht für eine Begnadigung in Frage kam, fanden seine Anwälte einen Weg, das Blatt zu wenden. Sie wählten keine juristische Strategie, sondern den Weg der Bestechung, indem sie fälschlicherweise behaupteten, Richard leide an einer lebensbedrohlichen Krankheit. Der bestochene Arzt stellte dem Angeklagten ein falsches Attest aus, in dem er Krankheiten wie Hepatitis, chronische Gastritis, Magengeschwüre, Diabetes, Allergien und Asthma bronchiale diagnostizierte. Er empfahl dem Gericht daher, ihn für eine spezielle diätische und medizinische Behandlung zur Vorbeugung von Magenkrebs aus der Haft zu entlassen. 3 Tage später, kurz nach Weihnachten, gab der Richter der Bitte der Anwälte und von Richard selbst nach. Man hatte ihm neben dem medizinischen Gutachten $3.500 und eine Flasche Whisky als Bestechung gegeben, um die Freilassung des Mörders in Erwägung zu ziehen. Tatsächlich wurde der Mörder am 24. Dezember 2019 auf Bewährung freigelassen. So kehrte Richard in das Haus zurück, das er noch mit seiner Mutter und seiner Schwester teilte. Er beging erneut Verbrechen und hinterließ mehr als 70 Opfer, von denen einige ermordet wurden. Richard erstellte gefälschte Facebook-Profile, in denen er sich als Personalvermittler, Polizist und manchmal auch als Frau ausgab. In einigen Fällen schaltete er Stellenanzeigen und nutzte finanzielle Schwäche aus, um Frauen anzulocken. In anderen Fällen gab er sich als Polizist aus, verabreichte seinen Opfern illegale Substanzen und erpresste sie anschließend.
Während er seine Opfer entführte, befahl er ihnen, ein Video aufzunehmen, das sich an ihre Angehörigen richtete und sie aufforderte, einen bestimmten Geldbetrag zu übermitteln. Als die Ermittler von seinen Methoden erfuhren und zahlreiche Übereinstimmungen mit dem Fall Blanca feststellten, brachten sie Richard sofort mit den Entführungen minderjähriger Mädchen im Jahr 2021 in Verbindung. Nach seiner nächsten Verhaftung suchten die Behörden sein Haus in der Calle Rafael Bavona auf, wo sie eine Hausdurchsuchung durchführten und die Leichen der beiden Mädchen fanden. Zur Überraschung aller fanden sie eine weitere Leiche. Auch Richards Cousin Fidel, der seit 2011 vermisst wurde, war im Hinterhof des Hauses begraben. Richard Choque Flores war eines der gefährlichsten Verbrecher in der Geschichte Boliviens. Psychologische und psychiatrische Untersuchungen ergaben, dass er für eine antisoziale, psychopathentypische Persönlichkeit hatte. Er war frei von Schuldgefühlen und Empathie, zeigte keine Reue und eine hohe Rückfallswahrscheinlichkeit. Dies war bereits nach seiner ersten Verhaftung diagnostiziert worden. Der korrupte Richter hatte dies nicht berücksichtigt, als er ihn 2019 freigelassen hatte. Diesmal wurde der Täter wegen Menschenhandels, Missbrauchs, Gewalt und Mordes erneut ins Gefängnis geschickt und zur Höchststrafe des bolivianischen Strafgesetzbuches verurteilt. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Like. Über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video.